Hallöchen, mein Name ist Laura Maas, aka Prettyfly, und heute habe ich eine ganz besondere Review, vor allem für mich persönlich, weil es geht um diese wunderschöne Box und darin enthalten ist mein absoluter Lieblingsframe, der Singularitum V5. Ja, ich fliege den wirklich gerne, weil, wie man sieht, ich habe hier sogar 3 Stück hängen. Ich werde das Video in mehrere Teile unterteilen. Hier in dem ersten Video geht es erstmal darum, was ist in dieser magischen Box enthalten. Wie baue ich erstmal den rohen Frame an sich auf, worauf muss ich achten. Und im nächsten Video, was ich dann in den kommenden Tagen veröffentlichen werde, werde ich dann elektronische Komponenten einbauen, werde ich zeigen, was ich am liebsten auf dem Racetrack fliege und werde nochmal ein kleines Race-Video hinten dranhängen und nochmal auf die Besonderheiten von diesem Frame eingehen, insbesondere auf das Flugverhalten. Und zwar haben wir hier einmal eine Tüte voller Carbon. Dann packen wir das Ganze mal aus. Und wir haben es auch gleich geschafft. Kann sich nur um Jahre handeln. Wir haben hier unsere 4 Armstreben. Die beiden Vorderarme, die beiden Hinterarme, die Motorplatten, ein Stapel, zwei Stapel, die Bottomplate und die Topplate. Dann haben wir hier noch einen Haufen Schrauben. Und zwar gibt es hier, wohin? Da. Da. 1, 2, 3, 4 Standoffs. Ein Haufen Motorschrauben. Noch mehr. Mehr. Noch mehr. Mehr. Das sind insgesamt. Es sind insgesamt 4 Stück pro Motor, also 4×4 sind 16, 16 Schrauben. Dann haben wir hier noch von denen hier Schrauben. Das sind Schrauben für die Topplate. Zack. 4 Stück. Ah, na gut. Sind, na, so, 4 Stück. Und dann von diesen Schrauben noch welche. Das sind unten für die Bottomplate. Die schmeißen wir hier auch noch mit hin. Was es auch noch dazu gibt, sind wunderschöne Sticker. Und eigentlich eine recht schön detaillierte Aufbauanleitung. Das hier ist erstmal alles, was in der Box enthalten ist, plus die Anleitung. Was ihr dann natürlich braucht, sind 3D-Druckteile. Die könnt ihr euch bei Thingiverse runterladen und selber ausdrucken oder zum Anbieter eures Vertrauens geben. Und zwar gibt es hier einmal den Original Kamera Mount. Natürlich ist es so, dass die Kamera hier, ich glaube, das kann man halbwegs gut erkennen, fest verschraubt wird. Das heißt, man kann die Kamera nicht mal eben so vom Winkel her ändern. Das heißt, ihr müsst euch vorher im Klaren sein, mit wie viel Grad ihr ungefähr fliegen möchtet. Ich persönlich fliege am liebsten mit 50 Grad Kamerawinkel. Dann gibt es noch dazu Motorbumpers. Die werden dann später hier reingelegt, mit den Schrauben fest verschraubt, ne, damit das Carbon hier an den Seiten nicht so aufsplittert. Ich persönlich fliege mit denen nicht mehr, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, ja, sie sind zwar schon ein guter Schutz tatsächlich, aber ich spare mir lieber tatsächlich das Gewicht hier von den 4 Dingern. Und dann gibt es dazu noch eine kleine
eine kleine Finne mit einer Halterung für eine Micro-Axie. Oder nochmal eine Finne mit einer Halterung für eine Linearantenne. Was ich persönlich noch gemacht habe, ist, dass ich mir noch so eine Finne hier entworfen habe und die ausgedruckt habe. Aber tatsächlich ist das eigentlich auch wieder too much. Also man braucht diese riesen Finne eigentlich gar nicht, um turteln zu können. Weil wenn das Gras eh hoch wächst, dann bringt diese Finne auch nichts. Also eigentlich sind diese kleinen Finnen hier wirklich komplett ausreichend. Was es auch noch gibt, ist noch ein Kameramount, der ein bisschen anders aufgebaut ist als der. Der ein bisschen anders aufgebaut ist als der originale. Der hat eine bisschen andere Form hier. Und auch von hinten sieht man da nochmal einen Unterschied. Ich persönlich nutze am liebsten diese Art hier. Aber letztendlich muss es jeder für sich selber entscheiden. Dann geht's los mit dem Bauvideo. Und zwar hatte ich vorhin schon gesagt, dass die Motorplatten unterschiedlich sind. Einmal für vorne und einmal für hinten. Wir gucken uns unsere beiden Häufchen einmal genauer an. Und stellen fest, diese Löcher hier sind etwas verschoben. Und diese Löcher hier sind recht gerade. Das heißt, wir haben hier unsere vorderen Motorplatten und hier unsere hinteren Motorplatten. So, womit ich eigentlich immer als erstes anfange, ist, dass ich mir die Streben hier nehme, die so zusammensetze und erstmal einen Rahmen baue. Das geht in der Regel noch ganz gut. Wenn wir dann diesen Rahmen fertig haben, legen wir den erstmal zur Seite. Und dann kommt ein weiterer super wichtiger Punkt. Und zwar geht es jetzt hier um die Arme. Die hinteren und die kürzeren vorderen. Bei denen ist es so, damit der Vertikalrahmen am Ende wirklich stabil ist. Und man, wenn man den hier anfasst, nicht irgendwie verdrehen kann oder der hier irgendwo Spiel hat, müssen wir bei den Armen hier, hier, hier und hier ein bisschen Isolierband drüber machen. Ich zeige euch das einmal. Nehmen wir uns ein kleines Stück, schneiden das ab, ne? Und kleben das einfach so hier rüber. Das war's schon. Sorgt letztendlich dafür, dass es dann eine Art Presspassung ist. So. Das haben wir. Dann mache ich es dann meistens so, dass ich mir die Bottomplate nehme und da dann die Arme dran setze. Bei der Bottomplate ist es so, dass dieser Teil hier hinten ist. Das heißt, hier kommen die langen Arme hin und hier kommen die kurzen Arme hin. So, die werden hier erstmal leicht eingeklemmt. Das muss jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht exakt fest sein. Es reicht nur erstmal, wenn wir sie wirklich drin haben. Der hier ging gut. Jetzt nehmen wir hier das Grundgerüst unseres Rahmens, stellen es so hin. Was jetzt kommt,
Hammer. Da können wir dann die Arme schon mal schön einschlagen. So, kommen wir nun zu unseren Motorplatten. Und zwar, falls ihr euch erinnert, wir hatten ja gesagt, dass die vorderen Motorplatten hier ein nicht ganz symmetrisches Loch haben. Und die hinteren Motorplatten hier symmetrisch sind. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit den hinteren Motorplatten an. Legen die hier drauf. Und es ist wichtig, dass die hier dann wirklich am Ende extrem fest sitzen. Auch das ist eine Fisselarbeit, aber da muss man einfach durch. Was man sich auch zur Hilfe nehmen kann, ist eine Wasserpumpenzange. Bei einer Wasserpumpenzange ist es so, dass die nicht in diesem Winkel hier schließen kann, sondern auch so schließt. Wenn man die dann benutzt, kann man hier die Motorplatten ein bisschen einpressen. Dann legen wir das hier wieder rein und versuchen jetzt hier die Arme zu verbinden. Leider ist es so, dass meine gute Wasserpumpenzange von einem kleinen Hausgeist geklaut wurde. Das soll aber erstmal fürs Erste hier genügen. Ja. Jetzt kann man nämlich hier die unteren Platten schon dran machen. Ganz wichtig ist, dass ihr bei diesem Teil der Arbeit wirklich super gründlich seid, weil die ganze Stabilität des Rahmens fällt eigentlich oder steht und fällt eigentlich mit der Festigkeit von diesen Motorplatten und diesen Elementen hier. So, mir reicht jetzt, ich suche die andere Wasserpumpenzange. Da bin ich wieder und ich habe jetzt eine richtige Wasserpumpenzange besorgt. Die kann man hier einstellen und damit dürfte das Ganze viel besser gehen. Aha, aha. So, kommen wir jetzt zu den vorderen Motorplatten. Ganz wichtig, nicht mit Gewalt. Die passen nur in eine Richtung. Das heißt, ihr nehmt euch die Motorplatte, hier ist euer Frame vorne, ja. Und das Loch, was hier den geringeren Abstand hat zu dem Schlitz, das kommt hier auf diese Innenseite. Und auch bei dem unteren Teil, ne, müsst ihr ganz doll aufpassen, dass ihr diese Platten hier nicht versehentlich so verdreht und so verbaut, weil dann passen die Schrauben später nicht mehr und das kann euch in den Wahnsinn treiben. Also wieder richtig rum hindrehen. Und hier einfach drunter setzen. So, dann haben wir hier den rohen Frame an sich schon mal fertig. Was jetzt noch fehlt, sind die TPU-Bauteile und die Topplate. Heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal die Kamerahalterung, die wir uns ausgesucht haben. Wie gesagt, ich bevorzuge 50 Grad und die Variante, die so aufgebaut ist von innen. Dann nehmen wir uns unsere Stand-Offs und schieben die hier einfach durch. Hier.
Das passt erstmal so mehr oder minder. So, wir brauchen unsere Schrauben. Und zwar nicht die mit diesem Kopf, die sind für die Topplate, sondern die mit dem runden Kopf. Was ich festgestellt habe bei diesen Standoffs hier ist, wenn ihr die Schrauben reindreht, handfest reicht. Das sind Alu-Standoffs und da kann man so schnell das Gewinde kaputt drehen. Also macht die wirklich nicht mit roher Gewalt fest. Ich entscheide mich für die Linearantenne, weil ich Racerin bin und weil ich natürlich hier oft an mein Gewicht sparen möchte. Einfach auf die... bin ich auf die Standoffs hier drauf gesetzt. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Topplate. Und zwar wird die so verbaut, dass man dieses Ende hier in diesen Schlitz reinschiebt. Dafür kann man die hier leicht einmal ein bisschen ankippen, damit man da besser drankommt. So. Jetzt brauchen wir noch unsere Wasserpumpenzange. Damit drücken wir dies hier fest. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Schrauben für oben. Das sind diese Schrauben hier. Die mache ich jetzt aber noch nicht fest. Weil ich zeige euch jetzt nur noch einmal, wie das aussieht mit den Motorbumpern. Die klemmt man hier dann einfach so zwischen. Das hier ist jetzt euer fertiger Rahmen, weil... Moment. Das ist nicht euer fertiger Rahmen, weil wir haben einen Vertical Frame und wie ihr alle wisst, ich personalisiere meine Kopter super gerne. Und da wir hier so schön viel freie Fläche haben, werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen schönes Tape holen, vorzugsweise pink, und werde den nochmal nach meinem Geschmack personalisieren. Das könnt ihr mit eurem natürlich auch machen. Ich benutze am liebsten... Tape, was mit Stoff verstärkt ist, das kriegt man überall im 1-Euro-Shop und es ist nicht nur rosa, sondern es gibt das wirklich in allen möglichen Farbvarianten und das ist eigentlich tatsächlich eine echt geile Sache, weil so jeder Kopter etwas Besonderes sein kann, wenn man es mag. Ja. Man pink mag oder nicht, das ist ja Geschmackssache, aber wie gesagt, ganz sachlich, das hier ist Stofftape, das hält Bombe, das übersteht jeden Rahmen, das kriegt ihr mein Euroshop wirklich für ganz wenig Geld, das ist super geil. Das hier ist so ein ganz dünnes Klebeband, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das hält auch super gut. Und das hier ist eine Art Alu-Tape. Er hält auch Bombe. Also, das hier ist jetzt euer fertiger Frame, bereit für elektronische Komponenten.
welche ich am liebsten verwende und wie ich den Copter für mich persönlich weiter aufbauen würde, werde ich in einem nächsten Video erzählen. Einfach nur, damit hier der Rahmen nicht gesprengt wird. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne liken, kommentieren und meinen Kanal abonnieren. Es werden in nächster Zeit definitiv mehr von solchen Videos folgen. Und wie gesagt, es kommt definitiv jetzt noch in den nächsten Tagen ein Bauvideo, wie ich hier die ganzen elektronischen Sachen in den Copter reinbauen würde. Danke fürs Zuschauen!